You know, guys, I'm just realizing something. This movie is for everyone. For everyone. Ich wusste nicht, was ich verloren hatte. Ich hatte ein vages Gefühl, dass ich etwas Wichtiges erkannt hatte, was jetzt nicht mehr auffindbar war. Ich wusste, dass dieses wichtige Etwas kommuniziert werden musste. Aber nun, während meiner Zeit in Berlin, schien es mir so, als ob es nicht weiter wichtig war. Denn trotz intensiver Suche an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Menschen, konnte ich es nicht mehr finden. Vielleicht sollte ich es auf eine andere, mir unbekannte Art und Weise erfahren. Ich ließ mich auf diesen Gedanken ein, denn es blieb mir keine andere Wahl. Mich ließ die Idee nicht los, etwas über den Kurs in Wundern zu filmen. Manfred, ein Zuhörer meiner Online-Klassen, brachte mich auf die Idee. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie man ein Geistestraining filmen könnte, aber da schien ein wiederkehrender Aufruf zu sein. Mehr noch, es schien, als würde ich von einer inneren Stimme aufgefordert, einen richtigen Film über den Kurs in Wundern zu machen. Es war absurd, denn ich hatte keinerlei Erfahrung und nicht einmal eine Neugierde fürs Filmen, geschweige denn das Erzählen einer Geschichte. Meine ganze spirituelle Arbeit zielte darauf ab, alle meine Geschichten loszulassen. Eva öffnete mir die Türen auf der spanischen Insel Ibiza. Dort sah ich, wie das Enlight Festival zustande kam. Es war eine große Inspiration für das neue Filmprojekt. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, wie ich einen Film über das spirituelle Erwachen filmen sollte, aber mich begeisterte die Idee, für diesen Film in die vier äußersten Ecken Europas zu reisen, um dort Kursschüler und Lehrer zu finden. Die Umsetzung war immer noch mehr als fraglich, aber die Grundidee einer Reise quer durch den europäischen Kontinent schien tragfähig genug für einen Film. Sie würde eine Geschichte liefern und viele schöne Bilder. Dennoch blieb die Frage offen: Wie filmt man ein Erwachen, das sich einzig im Denken, Fühlen und Erfahren eines Menschen abspielt? Hier begann eine Serie von Botschaften, die sich nur durch Ort und Zeitpunkt der Botschaft unterschieden. Die Botschaft an sich blieb dieselbe, egal welche Frage mich gerade umtrieb. All you need is love. Morgen in Berlin. Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch Raumzeit zu Individuen, die den Kurs für sich entdeckt haben und wollen erfahren, was ein Kurs im Wundern ist. Cornelia, eine gute Freundin von mir, lebt in Thessaloniki. Als ich ihr von meinem Vorhaben erzählte, unterbrach sie mich mitten im Satz und erzählte, dass sie auch gerade an mich dachte und mich nach Griechenland einladen wollte. Gesagt, getan, ein paar Wochen später trafen wir uns mit Manfred in Griechenland. I made myself a lot of sickness, many stories, so much drama. I started wondering, is it only this? To come here just to grow up, go to school, make children, grow them up, and then what? Can't be only this. It's impossible. I've lost my way a little bit and I've got into bad habits and I've been a depressive in this life. So I've been really under the influence of the ego that wants to kill me and destroy me, everything, you know. When everything was being taken from me, I held on. And the more that I held on, the more suffering came. I was finally tired of my conflict. I was tired of myself. I couldn't stand myself. I saw that
I cannot get out of my conflict by myself. I need help. I need an outside intervention. And that was a miracle. The course was like a last resort. Der südlichste Punkt Europas liegt auf einer kleinen Insel unterhalb von Kreta. Die Stelle ist mit einem riesigen Holzstuhl markiert. Er trägt die Aufschrift Relax und Smile. Ich legte das Kursbuch auf den Stuhl und der Wind zerzauste die Blätter, als ob er die Worte und Ideen darin in die Welt zerstreuen wollte. Dein vergangenes Lernen muss dich einfach deshalb das Falsche gelehrt haben, weil es dich nicht glücklich gemacht hat. Allein auf dieser Grundlage sollte sein Wert in Frage gestellt werden. Wenn Lernen auf Veränderung abzielt, und das ist immer sein Zweck, bist du dann mit den Veränderungen zufrieden, die dein Lernen dir gebracht hat? Unzufriedenheit mit Lernergebnissen ist ein Zeichen von Lernversagen, da es bedeutet, dass du nichts bekommen hast, was du wolltest. Der Lehrplan der Versöhnung ist das Gegenteil des Lehrplans, den du für dich aufgestellt hast, und das gilt auch für sein Ergebnis. Wenn das Ergebnis deines Lehrplans dich unglücklich gemacht hat und du ein anderes willst, ist eine Veränderung des Lehrplans offensichtlich notwendig. What do you think is A Course in Miracles? The Course in Miracles is most definitely a bigger brother. A guide. I would say A Course in Miracles is a mind training tool for learning to forgive in the truest sense of the word, to really have a change of perception about the world, to see the world differently instead of through the filter of the past, see the world through innocent eyes and a very still mind. I thought it might be another spiritual book. I didn't know it wasn't. Actually, in case you don't know it, there is on earth at this time most precisely what Jesus came to teach, you know, and it's in its clearest form. Einer von vielen Wegen, seine Nerven zu beruhigen. Was wahrhaft deine Nerven beruhigt, ist, finde ich, schon sehr viel. Wenn etwas wirklich deine Nerven beruhigen kann, dann ist das sehr, sehr viel. Also der Kurs ist für mich ein Leitfaden, den es unbedingt braucht, um seinen Geist zu schulen. Unser Geist ist in der heutigen Welt, in der westlichen Welt, dermaßen beherrscht von einer wilden Affenhorde von Gedanken, die von Baum zu Baum springen und den Menschen selten das Gefühl von Frieden, Glück, Freude, Einheit vermitteln können. It is a required course, right? Like, I myself was upset when I first heard that. A required course. I don't need a required course, but yes, it is required because awakening is required, which means every human mind, which is my mind and one mind, is required to remember the truth of himself, to wake up from the sleep of a human dream sequence seeing a world. Das stimmt. Das hier ist nur ein Film. Psst. I believe that through communion we can share the experiences with each other. And that directive is the necessity for that universal experience now. For me, Course in Miracles is this moment that you and I share right now, a moment of open mind and love and unity. This is A Course in Miracles, you and me. Dies ist ein Kurs in Wundern. Es ist ein Pflichtkurs. Nur die Zeit, in der ihr ihn macht, steht euch frei. Freier Wille bedeutet nicht, dass ihr den Lehrplan bestimmen könnt. Es bedeutet nur, dass ihr wählen könnt,
was ihr zu einer gegebenen Zeit lernen wollt. Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zum Bewusstsein der Gegenwart der Liebe zu entfernen, die euer angestammtes Erbe ist. Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfassend ist, kann kein Gegenteil haben. Dieser Kurs kann daher ganz einfach so zusammengefasst werden. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. How I found the course, that's a very simple question. And the simple answer is, I didn't find it. It found me. I should say it found me in 1999. The course came to me in 1986, and so it was very much of a self-study book, and I immersed myself in it so much early on that I just kind of dove into it completely. And then I was completely in the course, day and night. And my psychology studies had to go to the side. It was like I was hungry for it. Teachers of the course were visiting Warsaw, and I was actually doing a lecture on happiness that day. And when I went out, they were there, and we found each other. And when I really discovered what the course was through their sharing, I saw how silly and small my idea of happiness was. Every teacher is great in their own right and their own style. I would urge both students and teachers in the world, like, you know, to respect each other and respect each other's paths. There's many thousand paths, billions of paths to God, you know. And just because you're on your path doesn't mean it's the right path for everybody. So here we are. We're just talking to our friends in Iceland. While it's really hot here on Ibiza, it's like 35 degrees. Iceland has an average temperature in summer of 14 degrees. So when we go there, we'll need our winter jackets. But I'm really happy and so excited to meet these guys. Maria, who has been so helpful to accommodate us already, and Gudmundur, who is probably the Western Coast student of Europe. So we'll see. In Flattery trafen wir Gudmundur. Er nahm uns mit auf eine Tour durch das Dorf und erzählte von seiner Geschichte mit dem Kurs. I started to read and study. I didn't understand a word of it. I read it and halfway I said, then I stopped and said, I don't know what this is. I always felt that there was something very strong in this. And that's why I stuck with it. Er war der westlichste Kursschüler Europas und ich erkannte ihn sofort als meinen Bruder und Freund. Then one day in a meditation I was starting to do the lessons. I could feel someone was coming into the room. And I felt this presence was so overwhelming and I could feel that it came in front of me. I could feel the hand coming over my head. And then came this enormous energy just rushing through my whole body. And I just cried and cried and cried. And after that, I started to look into disappearing of the universe. I was kind of guided to go that path. And after I read it, I understood, oh, what the course was about. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen und ich werde in ihm ruhen, der mein Selbst ist. Lass ihn dich sanft zur Wahrheit führen, die dich umhüllen und mit einem Frieden von solcher Tiefe und Ruhe erfüllen wird, dass du nur widerstrebend in die vertraute Welt zurückkehrst. Und dennoch wirst du froh sein, wieder auf diese Welt zu blicken, denn du wirst das Versprechen der Veränderung mit dir bringen, welche die Wahrheit, die mit dir geht, in die Welt tragen wird. Ich
glaube, dass der Kurs tatsächlich ein Kurs in Wundern ist. Das heißt, er will Wunderwirkende hervorbringen. Er will Wunderwirkende hervorbringen. Und das kannst du nur sein, wenn in deinem Geist Heilung stattgefunden hat. Du kannst nur die Heilung anbieten, die du hast. Begegnungen sind niemals zufällig. Daher ist es nicht erstaunlich, dass jemand, der am anderen Ende des Kontinents wohnte, einem so bekannt vorkommt. Als wenn alte Freunde sich verabredet hätten, einander wiederzufinden, in den entlegensten Ecken dieser Welt, um uns an unser gemeinsames Ziel zu erinnern. Jesus played this role for me as for any Christian. He was the healer, the savior, and a miracle worker. The miracle is the shift in consciousness. That is the miracle. You know, the awareness of who you really are. Ich habe eine Erfahrung gemacht, dass hier nichts ist, dass hier, sobald ich Polarität weglasse, nichts ist. Diese Erfahrung hat mich total verstört. Die habe ich durch wissenschaftliche Arbeiten gehabt. Und ich habe gesucht, was das war. Und dann habe ich dieses Buch gefunden. Ich hatte schon irgendwie gemerkt, da könnte was drin sein. Und sobald ich dieses Buch gelesen habe, hat sich bei mir alles sortiert und ich habe gewusst, das ist die Wahrheit. Dieses Buch ist, wie man so schön sagt, nicht von hier. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in meiner Erfahrung ich diese Ebene in meinem Geist angepiekt habe und dadurch ist für mich dieses Buch in dieser Form erschienen. Ne? Ich weiß nicht, ob andere eine andere Form finden. Aber im Prinzip geht es darum, dass jeder in seinen Christusgeist kommt. Um ins Kleinere nochmal zurückzugehen, der Kurs ist immer wieder für mich ein Aufheben dessen, was ich gerade für richtig halte und eine tiefere Einsicht in das, was wirklich ist. Wenn du einen Augenblick lang still bist, wenn die Welt von dir weicht, wenn wertlose Ideen aufhören, für deinen ruhelosen Geist von Wert zu sein, dann wirst du seine Stimme hören. So ergreifend ruft es dich, dass du ihm nicht länger widerstehen wirst. In jenem Augenblick wird es dich mit zu sich nach Hause nehmen. Und du wirst in vollkommener Stille, schweigend und in Frieden, bei ihm bleiben. Jenseits aller Worte, unberührt von Angst und Zweifel, in erhabener Sicherheit, dass du zu Hause bist. Mir war klar, dass ich den Kurs formal lehren wollte. Jenseits meiner oberflächlichen Wünsche, ein Lehrer zu sein, respektiert und anerkannt zu sein, lag ein echtes Bedürfnis und ein Erkennen. Was gibt es in einer nicht existierenden Welt sonst zu tun, als ihre Nichtigkeit zu lehren und Jesus zu helfen, den Sohn Gottes zu erwecken? Mein eigenes Empfinden jedoch war, dass mir dazu eine aktuelle, tiefgreifende Erfahrung fehlte. I love it when he says, you're a miracle, I'm a miracle, right? What does that mean? I can only really answer coming from an experience. Otherwise, it wouldn't be a miracle. Ich wollte vom Ort der Gewissheit sprechen, der nur aus einer direkten Erfahrung kommt. Ja, es lässt sich nicht mehr finden. Du konntest dich selber nicht mehr finden als altes, vergangenes Selbst, oder? Aha, ja. Ich würde sie Begrenzung nennen, oder? Ich-Gedanke, ich existiere, ich bin der und jener. Das ist wirklich verschwunden, gestorben. And the Course in Miracles is in that sense a helpful medium for remembering. Nothing more, nothing less. I remember what has been given me in creation itself. Lesson number one says, nothing I see means anything. I'm completely meaningless in my own description and my own definition of self. That would be the interest. Wow, there's something like a universal experience. Maybe I really want that. And then the quest and the necessity grows. Thank you. Danke. Nach diesem Interview mit Devavan wäre eigentlich gar kein weiteres Interview mehr nötig gewesen.
Aber Überraschung, die Welt war noch da, alles war an seinem alten Platz. Nur, dass ich mich selbst als vollständig wahrnahm und die Gewissheit hinter den Worten im Kurs nicht nur erkannt, sondern auch aufgezeigt bekommen hatte. Die Reise ohne Distanz ging also weiter. Here we go, that's not over yet. Yes, that's just the beginning. That's just the beginning. It's not an end. Ask for more. Always ask for more. Can you look for the coconut flakes there? Yes, sir. Always say yes. Okay, no. Devotion. Devotion, that's the word. Through the real honest look at what I'm doing in my mind, I can undergo the change of my mind and relinquish my false ideas of who I think I was and realize experientially that only perfection, only love, only freedom is true. So it's like the book is here. So we take the knowledge from the book and we implant it here. We accept it here. And it's our job now to get it from here to here. This is what I say to people is, you can only learn so much, but you must start application. You must start getting it from here to the heart. And the best way to do that is to do this. And you will have the experience. I needed a lot of help and I needed a lot of instruction. And I didn't really, aside from reading the book and doing the lessons, I just didn't know how it was supposed to go. And I wasn't really willing to just look around myself and try to find a teacher of the course to emulate. I felt like it had to come from within. There had to be some kind of transformation that came from inside of me. And so I had to kind of give up trying to control the direction of the curriculum or how it would go. When I started to have my own experiences of awakening, I saw that really experientially that I'm not this body identity. I was completely wrong. As a human being, I was completely wrong. I had no idea who I was. Like, I was faking it that I knew, but actually I had no idea. And that's actually a continual transformation through the course for me. That's continually changing, because the moment I think I know, the moment I think I have any idea about anything, I'm stuck. Through realizing what we're not, we remember what we are. Through communion with each other, we see reflections of ourselves. We learn not to judge. We learn not to think of ourselves as separate. We start to see the union between each other. We start to remember that we are love. And we start to awaken the Christ in us that has never left. God has left the message inside us for us to remember through the experience, through the awareness, through the understanding, and then through the experience of one another. And this became blissful in the realization there is a point to all of this now, because I've made it matter for myself. I've given meaning to it, because Christ has shown me a meaning. Christ has revealed himself through the separation I've created. He has now revealed himself and he's given me a path back. And so everything now becomes meaningful. Every encounter becomes meaningful. Every encounter becomes an opportunity to return to joy, to return to awareness, to return to love. Ich habe auf einmal diese Schönheit gesehen. Die Schönheit in der getrennten Erfahrung und was für eine Gnade darin ist. Und ich bin aufs Klo gegangen. Und ich bin den Gang hinten gegangen, habe die Klotür aufgemacht und habe auf einmal die Klotür gesehen. Ich habe noch nie die Klotür gesehen. Die Klotür, wie sie mir die Erfahrung ermöglicht, dass ich die Klotür aufmachen kann, mich als Körper da durch die Türdings schieben kann, mich auf die Klobrille setzen kann. Diese Klotür, für was die eigentlich da ist, ja. Ich bin am Klo gesessen, habe eine Viertelstunde geheult. Ich habe diese Klotür geliebt, ja. Und das ist alles Gnade. Jede einzelne Erfahrung. Hinter jedem Bild, das ich gemacht habe, bleibt die Wahrheit unverändert.
Hinter jedem Schleier, den ich über das Antlitz der Liebe zog, bleibt ihr Licht ungetrübt. Jenseits all meiner wahnsinnigen Wünsche ist mein Wille vereint mit meines Vaters Willen. Gott ist immer noch und auf ewig überall und in allem. Und wir, die wir Teil von ihm sind, werden dereinst über alle Erscheinungen hinwegblicken und die Wahrheit jenseits von ihnen allen erfassen. Mam wrażenie, tak jakby z tej z centrum komórki wydostawało się poza nią niteczki światła łączące się z każdą komórką. Wychodzi to poza ciało. Connect with every other cell and it goes beyond the body, out of the body, out of the i łączy się z każdą energią pozornie na zewnątrz. Connects with every energy that is outside. Mogę powiedzieć, że tym jest dla mnie kurs, tym jest dla mnie. I can say that this is the course for me. Bóg. This is God for nie ma me. To nazwa, nie mogę tego nazwać. I can't name it. Jest to coś, co jest po prostu this is i co something that wibruje, is, drży i chce i krzyczy wręcz. And it screams. I chce, po prostu it wants wyjść, uwolnić. Get out and free itself. Fruwającymi cząsteczkami światła. That everything are particles of light. Przenikającymi siebie wzajemnie. That i ja jestem tym samym. And i kiedy niesamowita radość, niesamowita wdzięczność. Unbelievable joy and gratefulness. I nieraz nie wiem, czy ktoś się będzie z tego śmiał, ale pewnie nie. Zaczynam dzień i mówię proszę i dziękuję. I to jest... The day and I say please and thank you. To jest chyba ważne. I to jest fajne. That's important. I think that's nice. And that's nie muszę czytać lekcji. I don't have to read the lesson. Tak, tylko mówię proszę. But I say i właściwie please. Od razu dziękuję. And actually immediately I say thank you. Dziękuję. Thank you. I to jest to. And that's it. To jest to. That's what it's about. Die vielen verschiedenen Erfahrungsberichte zeigten mir immer und immer wieder, dass die Zeit des Erwachens jetzt wirklich gekommen ist. Es ist leichter als jemals zuvor. Ich hatte mir die Last auferlegt, mich selbst mit anderen zu vergleichen. Wie weit bin ich? Wer ist weiter als ich? Wer geht hinter mir? Bin ich gut genug? Mir war nicht klar, wie sehr ich mich und meine Erfahrung vom gegenwärtigen Augenblick des Erwachens damit begrenzte. Die vielen Begegnungen haben mir gezeigt, dass das Erwachen sehr individuell ist. Das Wunder ist überall um uns herum und es ist für jeden erfahrbar. Was für ein Geschenk! Every single one of us has the path back to God in us. It's built in each one of us in a unique and individual way. And we will all return. Be gentle. Be patient with yourself and know that even though you've just picked up the book, your awakening has begun. Die Reisen in den Süden und Westen Europas lagen hinter mir. Zwei Reisen waren noch vor mir. Jedoch verloren sich alle Kontakte in die nördlichen europäischen Länder und Russland im Sand. Bitte. Eine Reise zu Kursschülern in die äußersten vier Ecken Europas würde sich so eine beliebige Idee umsetzen lassen, wenn jeder Plan losgelassen wird. Ich hatte nichts zu verlieren und vertraute, dass es mir an nichts fehlen würde. Also ließ ich mich weiter auf dieses Filmabenteuer ein. Ich räumte mein Zimmer auf Ibiza und folgte einer unerwarteten Einladung nach Israel. Und wieder fühlte es sich wie das Loslassen aller meiner Pläne an. Dennoch oder gerade deswegen war ich inspiriert. Ich wollte sehen, wo der Mann Jesus lebte und vor allem, wo er vor über 2000 Jahren lehrte. Meine Gastgeberin Neta lebte in Jaffa, einem Stadtteil von Tel Aviv. Sie war Besitzerin des Restaurants 24 Rupee und Kursschülerin. Good morning, it is almost 7 o'clock in Tel Aviv. I'm going to meet Neta in maybe the next hour or so. Pardon? Why are you filming? I don't know, maybe something is going to happen. I have to somehow film something that cannot be filmed. You know, it's like this moment, there's the holy instant is the answer to my problem. Like this moment, right now. But will this reflect in a movie?
I have no idea. See, I wanted to do a movie in Europe and now I'm in Asia. So my ideas are kind of falling away. Neta wirkte auch an der Dokumentation The Secret Ingredient mit. Und ich war froh, mich mit jemandem über das Filmemachen auszutauschen. Yeah, there were points that we didn't have any choice but to let go of our ideas. Ein geheilter Geist plant nicht. Er führt die Pläne aus, die er empfängt, indem er auf die Weisheit hört, die nicht die seine ist. Er wartet, bis er unterwiesen wird, was er tun soll, und geht dann hin und tut es. Er verlässt sich in nichts auf sich selbst, außer auf seine Eignung, die Pläne zu erfüllen, die ihm zugewiesen wurden. Er ist in der Gewissheit sicher, dass Hindernisse seinen Fortschritt nicht hemmen können im Erreichen eines jeden Zieles, das dem höheren Plan dient, der zum Besten aller aufgestellt worden ist. So, I suppose there's a guidance behind the whole thing. And it will be used for whatever. I have no clue how. You will be used. I will be used. At her service. At her service. Of course. I like the idea. Es war interessant, die Orte zu besuchen, an denen Jesus lebte und lehrte. Seine Stimme rief mich aber immer wieder auf, über Körper und die Welt hinwegzusehen. Sie waren nur Projektionen meines eigenen Geistes und existierten nicht. This is the weirdest experience. Jesus proclaimed Peter a saint here on this rock. And around this rock, a church was built. What he said, he didn't proclaim an individual saint, but everyone. And people come here to this rock, they bow down to the rock, they touch it, they caress it, they kiss it. Because they say the Christ stood on this rock, and they don't recognize that the Christ is themselves. So these places here are helpful to remember that we are already it, that there is no separation. Warum auf den Himmel warten? Diejenigen, die das Licht suchen, bedecken nur ihre Augen. Das Licht ist jetzt in ihnen. Erleuchtung ist gar keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. Das Licht ist nicht von dieser Welt. Doch du, der du das Licht in dir trägst, bist auch hier fremd. Das Licht kam mit dir aus deiner Heimat und blieb bei dir, weil es dein eigenes ist. Es ist das Einzige, was du von ihm mitbringst, der deine Quelle ist. Es leuchtet in dir, weil es dein Heim erhält und führt dich dorthin zurück, woher es kam und du zu Hause bist. Two very beautiful souls talking as Jesus and his disciples would talk 2,000 years ago. It's grace again, outside of time, because these moments, they are not in linear time, they are in vertical time. You know, you kind of knew of the value of Jesus. Wer bist du eigentlich? Ich bin jeder. It was kind of clear to you that he stands for something that New Age spirituality or something didn't really stand for. Like there was something about Jesus that was different for yes, you. Yes, the difference is between aboutness and isness. Spiritual books are about spirituality and the uncompromising quality of the Course is plainly, it's what other books are about. Dieser Kurs bietet eine ganz direkte und einfache Lernsituation und stellt den Führer zur Verfügung, der dir sagt, was du zu tun hast. Wenn du es tust, so wirst du sehen, dass es wirkt. Die Ergebnisse sind überzeugender als die Worte. Sie werden dich davon überzeugen, dass die Worte wahr sind. Wenn du dem richtigen Führer nachfolgst, wirst du die einfachste aller Lektionen lernen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und sie werden sich selbst erkennen. There is no love with judgment. We know all that, but we are still keep on doing it. And just love is peace.
peace equal to non-judgment. 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 And then comes peace. Non-judgment. Non-judgment. Peace is there. Love is there. Everything is there. You don't need anything else. Just peace. Just love. The rest is flowing away. It's flowing away. And you are in the moment. You are completely in the moment. You are alive in the moment. You have already more than enough. You have peace. You have love. You have everything. You are everything. It's so refreshing to know that we're the Son of God. And I mean, Jesus said it in the Bible, all these things you can do and more, you know, he said it. It's amazing to go back to the New Testament stories and with the Course text in your mind as well. It's very, very exciting. It's really like, God, there he was saying it 2,000 years ago, you know. One thing that Jesus repeatedly says to me over and over again is, God is not cruel. You know, you don't have to spend many lifetimes coming back here. Jesus said 2,000 years ago, the kingdom of heaven is here now. And what he really meant was the kingdom of heaven is here in the now, in the present moment. And he said that 2,000 years ago, and it's still true today. It's not a book just about now, about the miraculous fact of now is all there is, and it's the only slice of eternity we see. It's, he says more what we can actually do with now. I'm very enthusiastic about this, and it's the life that Alice and I have now. I go on being an artist and pouring out images and trying to make money at it like other people. But underneath is that thrill of opening my door, metaphorically or actually, in the morning, and putting my nose out into the world and saying, there is an endless source of forgiveness, opportunities and adventures in sharing love here. As I open my door today and go out, and it just sustains me all the time now. So it's pretty exciting life, really. As you see, I'm just preparing for North Finland in January. Luckily, things have warmed up there a little bit. It's now minus 18 only and not minus 40 anymore. So I'm getting on my summer gear. Since it's a silent retreat, I'm not entirely sure
whether I will get an interview. It says that a universal theology is impossible, but universal experience is not only possible but necessary. Can you share something about that? I think that's how we should read the Course, with the glasses that it's about an experience, not about learning a theory. And the whole Course is not about explaining anything. Actually, it points to an experience, that you are one with everything, and everything that happens is in perfect alignment with you. It is you. So that's when all is forgiven. Teacher. Yeah, in that situation I said to this guy that I'm sorry, I apologize to him. I see now that you're right. I'm sorry, I was just reacting. Well, for me, that's where the forgiveness really occurred, was those day-to-day things. And he said that, wow, this is the first time that some teacher has ever said that she is sorry. And so it's like they are gifts to me. I was told that everyone I would meet would have a great gift for me. It's like raining diamonds with them. Okay, there are plenty of these situations. And that I should focus on finding and appreciating the gift, and not on anything else, not whatever my judgments were. When I do the releasing of that thought, then there becomes a miracle. It was like a golden thread early on that helped me stabilize, was it was like, find the gift, everywhere I would go. And I guess that's the end of the movie. And it might start again in any second. I love you so much. Thank you. Wir machten uns zu viert auf die Reise nach Russland, an den östlichsten Punkt Europas. Es war die letzte Reise und so erwartete ich ein abschließendes Highlight, eine große Erfahrung, eine Offenbarung, das letzte Puzzlestück im großen Gesamtbild des Erwachens. Я считаю, что на самом деле истина, Truth, истина, она не заключена в какой-то книге или в каком-то учении. Und einem Buch zu lesen ist. Она заключена в нас. Можно сказать, что она рождается тогда, когда мы по-настоящему соприкасаемся с этим миром. Когда мы начинаем слышать его. Это и есть истина. И для того, чтобы мы могли это услышать, иногда не нужно ничего. Иногда нужна просто тишина. И в этой тишине рождается эта истина. Von Moskau ging es auf eine zweitägige Zugfahrt in das ehemalige Gefangenenlager Vorkuta, der östlichsten Stadt Europas. Die gesamte Reise war für mich sehr irritierend und intensiv und ich schaffte es während der zwei Wochen kaum, wirklich präsent zu sein. Trotz intensiver Recherche fanden wir vor Ort keine Kursschüler. Die abschließende Erfahrung blieb nicht aus, allerdings nicht so, wie ich es erwartet hätte. Auf der Fahrt zurück nach Moskau erfuhr ich, dass ich Vater werden würde. Ich wollte lange Zeit keine Kinder haben oder wollte mir diesen Wunsch nicht eingestehen. Aber als ich diese Nachricht bekam, brachen alle meine Dämme. Gott sprach durch dieses Kind zu mir. Er sagte, du musst dich nicht verändern.
Ich hab dir doch gesagt, der Himmel ist kein anderer Ort. Wow. Ich muss nicht in irgendeiner Weise anders sein. Du bist schon vollkommen geliebt und erfüllst hier in der Welt deine Aufgabe, die dich glücklich machen wird. If I find something because I was looking for it, it will not be God. God cannot be found because I am as God created me. The moment we are found, which is now, we are gone. What I say to people is, there's a transformation taking place. And the good news is you're not in charge of it. Okay? And it's happening with many people all around the world. But what you are in charge of is time. When you're ready to let go, you'll waken up a little bit more. And the more that you let go, the more you waken up. It's that simple. We're just witnessing to this in this documentary, in this part of this documentary, that this is actually true. This is the same space at the same time as in Greece or Ibiza or Spain or Germany or Russia or Norway or wherever. It's an eternal space. It's an eternal memory of now. It's beyond your wildest dreams. It's beyond your concepts. Ask for help. And don't provide it yourself. Receive the help. Jesus was kind of saying, would you stop refusing offers of help? That's me helping you through my brothers and sisters. It's about the experience of what it is, and it comes miraculously. And that's really what the Course in Miracles facilitates and offers, an immediate return home, an immediate re-entering heaven, re-entering our whole mind and the perfection in which we are created by God. Happy journey! Happy journey! And a good start. It's your beginning in your return back to the awareness. It's your beginning in your return to the oneness of God. Welcome home. Thank you. Beautiful. And all that's left is gratitude. Stell dir vor, es wäre zu dir gekommen und es hätte dir gesagt, dass alles Leid von dir genommen. Und gefragt, stell dir vor, es würde bleiben, nur um neben dir zu gehen, deine Freude,
nimmt kein Ende. Dein weites Herz will alles schauen. Und du weißt, es wird ganz einfach bei dir bleiben. Nur um neben dir zu gehen. Im Glanze stehen.